Ja, hallo Uhrenfreunde, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute habe ich das Vergnügen, euch eine schöne alte Citizen Automatik aus den 70er Jahren zu präsentieren. Das war auch eine Erwerbung auf der Uhrenbörse in Eisenbach 2019. Und das ist ein richtig schönes Schmuckstück. Ja, es hat ein bisschen so ein Aussehen einer alten Rolex Datejust. Also mit dieser geriffelten Lünette. Mir gefällt dieses silberne Ziffernblatt noch mit dieser ganz feinen Struktur drauf. Und vor allem diese schön groß erhaben aufgebauten dreilinigen Indizes, außen schwarz, innen gold. Das Citizen-Logo in Gold aufgebaut. Das umrandete Datumsfenster. Die schönen geradlinigen Zeiger mit noch ein bisschen Leuchtmasse. Außenrum fehlen schon ein paar der Leuchtpunkte. Klar, die Uhr hat schon ein paar Jahrzehnte auf dem Buckel. Wir können es sogar genau bestimmen, wenn man sich bei diesen Modellen die Seriennummern anschaut, geben die ersten drei Zahlen die Produktionsdatum bekannt. Wir haben hier also 702, das heißt 7, das steht für das Jahr 1977 und 02 für den Februar. Sehen wir noch den restlichen Boden, Citizen Watch und auch jene Haufen Zahlen und Buchstabenkombination, Modelle, Seriennummern, Datum, auch alles Mögliche. Und noch Japan und G.B. Auf der Seite haben wir noch Water Resistant stehen. Naja, so wasserdicht wird sie wohl nicht sein, denn sie hat keine verschraubte Krone. Base Metal Top Stainless Steel Back. Wir haben hier einen verschraubten Edelstahlboden und ein ja, schönes. Naja, die Beschichtung geht schon ein bisschen ab. Goldenes Gehäuse, sieht cool aus. Die Uhr habe ich bekommen mit einem niegelnagelneuen Lederband, so in Kroko- oder Echsenoptik. Sieht cool aus. Passt auch schön dazu. Die Uhr ist 36 mm im Durchmesser, also früher eine ganz normale Herrengröße. Heutzutage ist das fast nur noch für die Damengröße zu tragen. Und wir haben eine komplette Uhrengehäusehöhe mit Glas von so 11 bis 12 mm. Wir sehen, es ist hier so ein schön gedomtes Glas drauf. Wir haben ja aber kein Glas, sondern das war damals wie so oft verarbeitet. Hier also auch diese Acryl-Plexigläser. Da konnte man eben schön diese gedomten Gläser herstellen, ohne großartigen Aufwand, das jetzt aus einem vollen Block schleifen zu müssen. Die sind natürlich etwas kratzempfindlicher, aber das kann man hier auch bei den Gläsern auch nochmal etwas rauspolieren, sollte da mal ein Kratzer reinkommen. Das Werk, das hier verbaut wird, ist das Citizen Miyota 8210. Das gibt es schon ewig. Das hat Miyota in den 60er Jahren entwickelt und wird bis heute hergestellt, diese 82er Serie. Das sind gute Arbeitstiere, die laufen Jahrzehnte ohne Probleme. Das Werk hat 21.600 Halbschwingungen pro Stunde und wir haben eine Gangreserve von doch für damalige Zeiten in so einem kleinen Automatikwerk beachtliche 45 Stunden. Wir haben noch genau, obwohl wir nur eine 36er Durchmesser vom Gehäuse haben, haben wir trotzdem 18 mm Bandanstoß, was natürlich hier schön viele Möglichkeiten bietet, Bänder zu wechseln, denn 18, 20, 22, bei diesen Bandgrößen hat man unglaublich viele Möglichkeiten mit dem Band zu spielen. Wir haben hier bei dem Werk natürlich einen Handaufzug. Wenn die Oma gestanden ist, kann man den mal ein bisschen wieder erstmal von Hand aufziehen. Dann haben wir, wenn wir es einen Klick herausziehen, eine Datum-Schnellvorstellung. Das ist sehr gut. Und wenn man das Ganze herauszieht, haben wir die Möglichkeit, die Uhr einzustellen. Wir sehen schon hier, diese Uhr hat keinen, beziehungsweise diese Uhrwerk, das Miyota 8210, hat keinen Sekundenstopp. Die Sekunde läuft weiter, man kann sie also nicht sekundengenau einstellen. Ja gut, doch, man kann ein bisschen vorgehen, muss dann warten mit der Funkuhr oder so, bis sie genau auf der 12 ist und dann kann man hier wieder reindrücken. Es ist natürlich einfacher, eine Uhr sekundengenau einzustellen mit einem Sekundenstopp, ist jetzt aber nicht so dramatisch. Wir haben 21 Lagersteine verbaut, also ein ganz gutes, altes, mechanisches Automatik-Uhrwerk von Citizen Miyota.
Und ja, Citizen ist heutzutage ein gigantischer Hersteller geworden. Ich finde, so in Deutschland nicht so medienpräsent, aber ein Gigant mit einer Jahresproduktion von geschätzten über 200 Millionen Uhren. Und Miyota ist da als Mitverbund in dieser Firma natürlich ein sehr wichtiger Partner, da eben dort die ganzen Werke produziert werden, die mechanischen wie auch. Citizen ist heutzutage ja führend, was Solarfunkwerke angeht, also in Sachen Quarztechnik sind die da absolute Marktführer in dieser Technologie und vor allem auch in den Stückzahlen. Und die modernen Solarfunkuhren von Citizen sind wunderbar. Hier haben wir ein schönes altes Stück mit Mechanik. Kommt jetzt wieder mehr, so wie man ein bisschen erfahren und gelesen hat, wie jetzt sieht es auch wieder mit mehr Automatikwerken arbeiten und da auch wieder mal ein bisschen das Portfolio vergrößern. So, ich lege sie mal an. Die Uhr, das Band ist noch sehr frisch. Na, manchmal die Löcher sind noch nicht so ganz weit offen. Wir haben auch hier noch eine schöne goldene Dornschließe dran, passt so ein bisschen zu diesem Gehäuse. 70er Jahre Look, was mir wirklich gefällt, sind das schön gearbeitete Ziffernblatt. Schöne hohe Indizes, tolle Zeiger, schön alles goldig, Rähmchen. Ja, da wird nichts aufgedruckt, da wird alles richtig schön aufgebaut. Und ja, sieht ein bisschen aus wie eine alte Rolex Datejust 36 mm. Wunderschöne Uhr, super günstig. Solche Schätzchen kann man wirklich auf diesen Uhrenbörsen schießen. Wir waren da zu zweit und haben hier bei einem Händler so eine Kiste gefunden. Da waren bestimmt 200 Armbanduhren drin. Natürlich total verlauste, verratzte, kaputte Dinger. Bis zu solchen Schätzchen. Und bezahlt habe ich da auf der Börse für diese Uhr mit dem neuen Armband gerade einmal 35 €. Und sie läuft richtig gut. Hat nur eine geringe Gangabweichung am Tag. Von daher ist es okay, kann man im Alltag wunderbar tragen. Maria trägt jetzt die Uhr und ihr steht sie optimal von der Größe und so. Und ist so ein bisschen ihre Wochenenduhr geworden. Unter der Woche trägt sie dann die Seiko Alpinist und am Wochenende legt sie gern mal hier die kleine goldene Citizen an. Schön mit Datum, feine Geschichte. Alte Citizen. Miyota Automatik mit 8210 Werk, 36 mm aus den 70er Jahren, um genau zu sagen, Februar 1977. Okay, dann sage ich an der Stelle schon mal danke fürs Reinsehen, bewerten, kommentieren. Ciao, bis zum nächsten Mal, euer Hebel, macht's gut und allzeit gute Zeit.